So, und damit herzlich willkommen zurück bei Starfield. Da sind wir wieder in einer neuen Folge. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und schaue jetzt einfach mal. Ich dachte erst, er sitzt da nackend. In der letzten Folge haben wir Lillian Hart geholfen. Da war ja ein bisschen buggy-muggy, ne? Da wussten wir nicht, hören wir jetzt mit der Aufnahme auf, machen so weiter. Haben ein bisschen vom Syndikat, ne? AD gesagt und jetzt wollen wir mal. Das wird einfach nie langweilig. Noch ein Schiff zerstören. Für Lillian Hart. Und letzte Folge ist die Lillian ja ein bisschen eingefroren. Ich weiß nicht, was die hatte. Die hatte, glaube ich, ein bisschen, ja, ne? Pumpe Bremsraketen. Orbit erreicht. Jo. Stabilisiere. Fertig. So, wo müssen wir hin? Da hinten. So, dann einmal dahin. Ich weiß nicht, welches Level das Schiff hat, ne? Ich hoffe einfach mal, dass wir dagegen anstinken können. 80 Schild nur, ich verstehe das nicht. Sonst haben wir ja mal 100. Graf-Antrieb wird runtergefahren. Ja, Frachter Dumas, guck, hier spricht Freestyle Ranger Lillian Hart. Übermittler Authentifikations-ID. Sofort alle Motoren stoppen und bereit machen zum Boarding. Das ist ein Befehl. Scheiße! Huch. Das ging ja schnell. Haut ja. Na, sage mal. So nicht mein Freund. Ha, die springen nirgendwo hin. So, wir docken mal an, ne? Ich hätte es fast zerstört, aber wenn wir andocken können, ne? Du weißt ja, ist immer besser, als wenn wir es direkt zerstören. Danach können wir es ja immer noch zerstören. Das Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer. Mhm. Töte die Crew oder verlasse das Schiff. Wir töten die Crew. Ne? So, dann schauen wir mal. Hallo, ich bin's, der Herbert. Na, wo seid die kleinen Mäuse denn? Ja. Mich gefunden. Oh, viel Spaß. Kein getroffen, leider. Ja, wir schauen erstmal hier, ne? Obwohl, warte. Wir schauen erstmal hier unten. Das war nichts. Warte mal. Security? Wie Security? Das ist die Sternvagabund. Das ist die UC Security oder was ist los? Na? Okay. Luft scheint rein zu sein. Glaube ich. Wir schauen mal. Der wird uns wahrscheinlich jetzt fett in den Nacken schießen, aber egal. Da kriegen wir schon hin. Ja, wo ist er denn? Achso. Übernimm die Kontrolle über das Schiff oder verlasse das Schiff. Wir tun, was wir müssen, oder? Ne, wenn will ich natürlich gerne das Schiff haben. Nachricht an Dümmer. Warte mal, Nachricht an Dümmer. Da. Begib dich nach Abholung der Waren nach Andromeda 3. Koordinaten anbei. Liefere die Waren außerhalb des Zielorts ab. Den Rest wird von dezimierten Personal erledigt. Lass dich auf keinen Fall entdecken. Ja, wir können gleich das Schiff auf jeden Fall übernehmen. Aber ich würde gerne erstmal hier durchgehen und die Sachen aufnehmen, die wir hier finden. So.
Ich weiß nicht, ob wir dann das Schiff ownen, ne? Das weiß ich nicht. Haben wir auch noch eine Tür. Es ist auf jeden Fall ein großes Schiff. Ne? Es ist auf jeden Fall kein kleines. Ja, das bräuchte hier ein paar wieder neuen Lack und ein bisschen Gaffertape, ne? Dann geht das schon wieder. Dann sollte das schon wieder funktionieren. So. Dich hatten wir noch nicht. Dann schauen wir mal hier. Okay. Ja, schöne Hanteln mal wieder, ne? Das mit den Hanteln kennen wir ja bereits. Ja, okay. Gut. Gut. Nein. Aber wenn wir jetzt das Schiff übernehmen, wir haben ja noch das angedockte Schiff. Was passiert denn damit? Du hast ein neues Schiff rekrutiert. Wenn du auf einem Planeten landest oder einen Grafsprung zu einem anderen Sternsystem unternimmst, wird dieses Schiff zu deinem Heimatschiff. Jegliche Questobjekte oder Passagiere in deinem vorherigen Heimatschiff werden zu deinem neuen Heimatschiff transferiert. Wenn du auf deinem Planeten landest oder einen Grafsprung zu einem anderen Schiff zu deinem Heimatschiff. Nein, nein! Alles okay, Bärchen? Die Frage ist, haben wir das denn jetzt? Nee. Wir sind wieder da. Aber wir können ja... Wir können doch... Einfach wieder wechseln, ne? Wie viel Platz hat das denn? Das Spind des Captain. Na, guck mal. 4270 Platz? What? Ja, kann ich nicht reparieren. Wenn ich jetzt aufstehe. Haben wir denn das Schiff jetzt? Ich guck noch mal kurz. Jetzt haben wir das Schiff. Okay, pass auf, jetzt will ich versuchen. Wenn ich jetzt wieder andocke und wieder zurückgehe, ob wir das Schiff immer noch haben. So, andocken. Schade, dass das so schwarz-weiß hier ist, ne? So. Einsteigen. Ich dock erstmal ab, bevor ich jetzt mit der Kollegin rede. Docke ich erstmal ab. Ich bin schon abgedockt? Nee. Nee, wir docken ja nicht von vorne. Wir docken ja nicht von vorne an. Ja, da war was. So, die Frage ist, haben wir das immer noch in unserem... Nee, haben wir nicht. Pass auf. Ich will das Schiff haben, ne? Ich will ja so viele Schiffe auch sammeln, wie es geht. So. Wir haben hier Schiffsteile.
Hilfe. Wert da. Das nehmen wir mal mit. Ja, sorry, aber ich brauche das Schiff. Ne, da führt kein Weg dran vorbei. Oder können wir nur 5 Schiffe haben? Das wäre natürlich auch eine gute Frage. So, pass auf. Ich mache hier nochmal schnell speichern. Ne? Dann einmal abdocken. Ja, sorry, aber ich muss kurz, ne? Ich muss kurz hier, Ne, wir hatten ja gerade 1 von 6. Ne, wir können nicht reparieren. Können wir irgendwo auf dem Planeten landen, mal eben? Können wir erstmal scannen? Können wir nirgendwo landen? Doch, ich lande mal da, komm. Da muss ich das nur... Ich habe was für dich, wenn du kurz Zeit hast. Ja, da muss ich das dann nur kurz, Ja, ist kaputt. Dies ist jetzt ein Heimatschiff. Shieldbreaker ist was? Was mit Shieldbreaker? Shieldbreaker hat da geparkt, ne? Ja, Black Emerald halt. Okay. Sprich mit Sarah morgen, nein. Pass auf. Sprich mit Leonhard. Ja, da will ich sowieso hin. Dann würde ich hier gerne erst das Schiff reparieren. Kann ich nicht. Kurs festlegen. Unerforschte Route. Okay. Können wir hier? Geht das überhaupt? Fremdes Schiff, du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Scheiße, ich hab Schmuggelware dabei, ne? Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Sofort anhalten, wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Schon mal konfisziert, ich zahle die Strafe. Verstanden. Halte Kurs, wir eskortieren dich. Ja, komm, scheiß was drauf. Der sollte eigentlich nicht so viel abziehen. Slayton, Wartungsschlüssel entfernt. Treib keinen Unfug, verstanden? Freestar Officer tot! Ach, guck mal. Das ist... Halt! Huch. Junge, du steckst gewann. Ui, jetzt wird's spaßig. FC Security, gib sofort auf! Scheiße! Obwohl, warte mal. Ich könnte die überlisten. Warte mal, was hat er jetzt da gespeichert? 8:49 Uhr. Ich schau mal kurz. Nicht, dass er jetzt in Aquila City... Ah, jetzt haben wir hier wieder dasselbe, ne? Gut, pass auf. Abdocken. Da müssen wir schauen, weil ich würde das echt gerne als, nicht als Heimatschiff, aber halt in die Kollektion mit aufnehmen, ne? Pass auf, wir fliegen.
Wo ist er denn, der Wolf-System? Da. Da müssen wir jetzt erstmal hier hin. Springen. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Ja, wir müssen kurz schauen, ob da, fuck. Werden da auch Scans gemacht? Scheiße, das gibt's doch nicht. Kampfantrieb fährt herunter. Systeme okay. Okay, hier ist niemand. Gott sei Dank. Und dann zum Wolf. Da. Aber hatten die mir so viel weggenommen? Er wirbt die Kraft auf Numitor. Okay, hallo, hier spricht Mrs. Whitmore. Ich habe keine Zeit für dich, sorry. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ich muss mich um... Davon kriege ich nie genug. Dringliche Sachen hier kümmern. Oh. Ja, wir können auch gar nicht... Bau an Schiff im Anflug. Andocken genehmigt. Hast du was für mich? Ah, scheiße, wir können hier gar nicht, ne? Scheiße, wir haben auch keinen Antrieb oder so. Hallöchen! Hey! Sei mal ruhig! Ich frage mich... Aber Schiffsteile? Ja, was gibt's? Du bist im UC-Raum. Andockerlaubnis für Bau erteilt. Ja, warte mal. Kann ich aufstehen? Schieß los. Halt doch mal dein Maul jetzt. Hast du Lust zu plaudern? Pass auf. Mein Gott, gehen die mir auf den Sack hier. Oh, hier sind die ganzen Leichen noch. Transfer. Hilfe. Hä, hab ich nicht. Ach. Was mache ich denn hier? Inventar, Hilfe. Da. Brauchst du was? Jetzt. Okay. Ich muss schnell. Wir haben vollen Antrieb. Ich muss diese. Ich freue mich immer, wenn du vorbeikommst. So, jetzt aber. Schiffsteile. Können wir ein bisschen hier, ne? Oh. Mein Gott. Wie kann ich dir helfen? Oh, sind die nervig. Bist du zum Plaudern hier? Nein! Nein! Oh. Ich kann es aber nur reparieren. Obwohl, nee, ich kann da auch die Schiffe wechseln. Hey, brauchst du was? Nein. Kann ich helfen? Nein! Wieso reden die denn die ganze Zeit mit mir? Das Schiff ist schon geil, ne? Vor allem hat das mega viel Platz, aber wir haben ja jetzt erstmal unsere Black Emerald. Kann ich dir behilflich sein? Nein. Ich will einfach nur... Nein. Das Ding ist, das Schlimme daran ist, dass die alle hier oben hängen, ne? Kann ich jetzt vielleicht mal bitte irgendwann andocken? Das wäre mir echt ein Jumbo-Pläsier. Hey, was gibt's denn? Brauchst du was? Nein. So, andocken. Lieber J im Himmel. Lieber J im Himmel. Ist das nervig. Hey, wie läuft's? So, Luftschleuse. Halt's Maul! Los. So, dann lasse ich das nämlich. Asfarun hat dir alles platt gemacht. So, ich lasse ihm das direkt von dem Fall reparieren. Prüfe dein Schiff alle paar Laden. Hier. Sehr gerne. Bald sieht das wieder aus wie neu. Sehr schön. Okay. Okay, kein Problem. Warte mal, wo ist denn unser... Da. Ne? Heimatschiff anlegen. Zack.
So, tschüss. Okay. Dann hätten wir das erstmal wieder geändert. Kann ich behilflich sein? Ja. Ich hoffe, wir haben, was du brauchst. Ja. Gucken wir erstmal Munition, ob der wieder was für uns hat, aber ich glaube nicht. Nee. Wir können verkaufen erstmal. Ach, guck mal, der hat. Ah, Mist, was habe ich jetzt verkauft? Ach, Mann! Ach. Das kommt immer, wenn man so schnell ist, ne? Das kommt immer, wenn man zu schnell ist. Ich wollte gerade sagen, der hat nämlich noch unser Geld, was wir ihm gegeben haben. Rettungsakt. So. Warte mal, ich kann ihn mal hier. So, so, das brauchen wir erstmal nicht. Dann hier nochmal ein Anzug. Kleidung. Behalten wir erstmal. So, verkaufen aus Schiss-Inventar. Ah, Dings hat ja auch noch so viel, ne? Ja. Dings hat ja auch noch so viel. Aber der wird nichts mehr haben. Bericht, herrenlose Gast. Was? Komische Freude, Lieferung. Gib mal her. So, sonstiges. Ah ja, stimmt. Warte mal, Verkauf. Ah Mist, das kann er sich jetzt nicht mehr leisten, ne? Nein! 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 Warte mal, können wir irgendwas noch bei ihm kaufen? Ach, fuck it. Hier, Splittergranate. Kann er sich das jetzt noch leisten? Ja, wenn nicht, müssen wir das ein bisschen mit Dings verkaufen, ne? Ja, doch, komm. Dann haben wir Beschafferfolgendes aus dem Orbit von Efterna Gastronomie. Aber witzig, dass man hier noch so Aktivitäten kaufen kann, ne? Finde ich mega cool. So, Black Emerald, einsteigen. Dann können wir jetzt mit der Alten reden. Nachdem wir jetzt 20 Minuten gebraucht haben, um hier das mit dem Schiff zu klären, ne? Aber dann wissen wir es fürs nächste Mal Bescheid. Dann wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Ich verlaufe mich hier jedes Mal. So. Meine Liebe. Och, das brauche ich nicht. Perfekt. Wir wissen jetzt, wo das Lager ist. Ich kenne Valeries Modus Operandi. Sie geht auf Nummer sicher. Wenn du den Alarm auslöst, sendet er ein Notfallsignal. Klär mich mal auf. Warum ist das Waffenlager so wichtig? Valerie will das Syndikat bewaffnen und die kleinen Außenposten und Sternenstationen überfallen, die außerhalb der Ranger-Schutzzone liegen. Sie ist keine Piratin, sondern eine Erpresserin. Wenn sie ihre Klauen in diese Gebiete schlägt, dauert es Generationen, bis sie wieder sauber sind. Wir haben die einmalige Chance, ein Problem im Vorfeld zu verhindern. Ja, gut. Mit wie viel Verstärkung müssen wir rechnen? Wir können mindestens ein Schiff erwarten. Vielleicht zwei. Valerie hat mehr Roboter als Menschen. Dürfte also hart werden. Ja, damit kommen wir klar. Wir müssen Valerie ein für alle Mal erledigen. Ja, das kriegen wir hin. So, näher dich Valeries Lager auf Andromedas Free. Gut, dann machen wir das. Ah, Gott sei Dank. Jetzt haben wir ein Schiff mehr. Das hat über 4000 Platz. Ne, das ist eigentlich... Aber das müssten wir komplett nochmal aufrüsten, was Waffen und so angeht. Ja, da müssten wir wieder rumschrauben. Achtung komplett, Captain. Ja. Yeah. Höhle. Wir sind gerade da, ne? Ne, komm. 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 Nicht wieder ablenken lassen. So, Andromedas. Hallo? Ja, Andromedas, da will ich hin. Ja, Kurs festlegen. Und Sprung rüber. Oh, wir haben gar nichts auf dem Schilde, wa? Ja. Ich muss mal gleich mal ein bisschen was auf dem Schilde packen. Warum hat er denn... Landsprung beendet.
Das war ihr Graf-Antrieb. Graf-Antrieb weg. Sprung unmöglich. Warte. Ja, ich beeil mich schon. So. Versuch ruhig abzuhauen. So. Volle Lotte da drauf. So. Du kannst nicht gewinnen. Komm, locking. Das will ich haben. Danke dir. Du entkommst. Sie haben ihren Antrieb verloren. So. Wo haben wir ihn? Das wird ein Spaß. Wo ist er denn? Ach, da. Los. Rauf da. Wir machen schon Schaden, ne? Ja, gegnerische. So. Yussi Sistiv? Warum schießt das denn auf uns? Erledigt sie! Wurde das gekapert? Oder warum sind die böse auf uns? Das kapiere ich jetzt nicht. So, erstmal nochmal die Sachen holen. Ich glaube, das ist näher, ne? Das ist genauso weit entfernt. Hä? So, Schiffsteile, sehr schön. Alter. Oder haben wir aus Versehen auf die geschossen? Das kann sein, ne? Das kann sein. Raumschifftrümmer. Ich will mal kurz gucken. Ich glaube, das ist immer, wenn wir Raumschiffe zerstören, ne? Wir landen. Ich will einfach nur mal schauen. Wir sind ja auf dem Planeten. Die kann ruhig warten, die Valerie. Die kann ruhig mal kurz warten. So, aussteigen. Huch, hat das gerade gekonnt. Man weiß nie, was man findet. Das ist... So. Aber hier sieht es ziemlich buggig aus. Gebäude. Ja, nee. Ich weiß nicht, was mit Mom passiert wäre. Nee, komm. Ich dachte, das wäre jetzt hier direkt in der Nähe. Nee, das sind hier so irgendwelche Tiere, die da rumfliegen, ne? Ich dachte erst, das wäre so ein Gestrüpp, was da in der Luft rumbackt. Na gut. Ja, man weiß nie, was man findet, aber ganz ehrlich, wenn das noch 400 Meter weg ist, dann nein. So. So. Valerie. Der Botanik lübt ja einheimisch schon an. Ja. Bringen wir den Vogel runter. Ja, ich hab echt Bock auf Technik und so momentan, ne? Auf Forschung und alles. Ja. 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 Ich hab echt Bock, auch den Außenposten weiter auszubauen. Valeries Lager. Wenn du an der Tür hantierst, löst du den Alarm aus. Wenn du ein paar böse Überraschungen vorbereiten willst, solltest du das zuerst machen. Ein paar böse Überraschungen. Scannen. Hier hat wohl lange niemand mehr einen Fuß reingesetzt. Ne. Höhle. Bewohnte Höhle. Da können wir vielleicht gleich mal rein. Warte mal, ich schau mal hier oben.
Okay, das macht nichts. Besiege Valerie und die Syndikatkräfte. Ich fühle mich wie ein Superheld. Die landen wahrscheinlich jetzt, ne? Gut, dann würde ich sagen. Eine Geheimtür, ganz klassisch. Cool. Wie eine Geheimtür. So, dann schauen wir mal. Moin, Freunde! So, einmal reinrödeln, ne? La 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 la. Unzugänglich, schade. Oh, ich sollte mal kurz mal hier, ne? So, hallo Freunde, wie geht's euch? So. Ja, das dröhnt, meine Liebe. Aber wie? Echt mein Tag. Ja, aus dem Weg, Sam Cole. Kommen hier noch mehr, oder was? Ich glaube, hier kommen noch mehr, ne? Ja, okay, das war's doch nicht. Schade, hätte ja sein können. So, pass auf. Na komm, mach auf. Keine Zeugen! Nicht nachlassen! Meine Ahnung! Das geht! Oh Gott! Eieieiei, der hat ja gut Schaden gemacht, sage mal. Nein! Meine Sachen! Nimm das gute Zeug. Lass den Rest da. Mist, ich wollte die doch noch dingsen. Na toll. Was machen die denn da? So. Ciao. Ciao. Ja, kann ich dir sagen, wie viel da drin ist. Ihr macht das eben, ne? Du bist ein toter Mann. Oh, da kommen noch mehr. Ja, ich lass die erstmal raus, ne? Ich hab nämlich Angst, dass die gleich despawnen. Du bist ein toter Mann. Ja, hier geht nämlich nochmal ein bisschen die Action ab. Okay. Keine Bewegung. Ich bin raus. Wo hab ich denn nochmal? Nein, wo hab ich denn jetzt nochmal? Da. Oh Gott. Ah, die Roboter sind böse, ne? Oh Gott. Die Roboter sind böse. Huch, bist du schon tot oder was? Oder sind die jetzt geflohen? Was denn? Kann sein, dass die geflohen ist? Na, reden wir mal mit ihr, ne? Sag mir nicht, dass die geflohen ist, sage mal. Was ist das denn hier für eine... Für eine Kacka? Oder ist sie irgendwo runtergeflogen? Nee, ne? Nee, da war noch eine Roboter, ist doch noch... Hä?
Hä? Da hinten wird noch geschossen. Da sprechen wir mal mit ihr, ne? Wir müssen das Syndikat ausschalten, bevor die Sache außer Kontrolle gerät. Ja. Sam hat mir viel von dir erzählt. Hast du wirklich kein Problem damit, meine Tochter auf eure Abenteuer mitzunehmen? Und du bestärkst Sam in dem Unsinn, dass die Constellation gut für Cora wäre. Das ist gefährlich. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten, Cora vom Mitkommen abzuhalten. Ohne Cora wärst du immer noch in Victor Compound. Du traust dir zu wenig zu. Es tut dir gut. Cora ist ein ziemlich beeindruckendes Mädchen. Sie ist 12. Sie weiß nicht, was sie will. Und sie versteht nicht, was sie aufs Spiel setzt. Okay. Aber das ist Sams Schuld. Nur solltest du ihn nicht auch noch ermutigen. Sam hat dir sicher alles über mich erzählt. Also frag, was du fragen willst. Was soll ich dir noch fragen? Warum musste Sam nicht, dass du mit Cora geredet hast? Es ist kompliziert, so kompliziert. Cora hat sich vor ein paar Jahren bei mir gemeldet. Wir haben Nachrichten ausgetauscht. Dann hat mich der Schlingel überredet, mit ihr in einen Buchclub einzutreten. Bücher sind ja... Ich bin befugt, mich mit tödlicher Gewalt zu verteidigen. Was? Was denn? Hilfe! Hä? Was? Ja, ich werde sterben, ne? Was ist jetzt los? Hä? Ich wusste, dass die noch nicht tot sind. Oh, was ist das denn für ein Bug? Oh, willst du mich verarschen oder was? Was ist das denn für ein Bug, Junge? Was ist denn momentan mit Starfield los, Alter? Hier ist es. Valeries Lager. Ja, Valeries Lager. Toll, Alter. Mann, geh mich auf den Sack, alte Brucher. Sie sind wohl seit langer Zeit die ersten Menschen, die hier sind. Ja. So. Oh, ja. Eine Geheimtür, ganz klassisch. Ja, das war nämlich, die nämlich geschossen haben, das war nämlich Valeries und seine Kumpanen noch, ne? Ja. Ja, wir sollten zwischendurch schnell speichern, wenn das geht, ne? Hallo? So, mal up. Die Rekruten mit den Scheiße nicht auf die Seele! Es soll Monde mit so wenig Schwerkraft geben, dass man ins All springen kann. Witzig. Gruselig. So. Was? Wer so da umbringt? Ich brauch ein Baby. So, ciao. Scheiße. Momentchen. Für den Scheiß sterbe ich nicht! Doch, du wirst sterben, mein Freund. Ich lasse dich nur ein bisschen zappeln. So, schnell speichern. So, die nächsten einmal bitte. Da hinten. Ja, das sind 1 bis 2 Schiffe, Mama. Merke ich, wie das 1 bis 2 Schiffe sind. Komm, mach auf. Das gibt Rache! Ich hab dich im Visier! Mein Kopf ist scheiß drauf! Aua! Hallo? Was machen die denn für ein Techtelmechtel hier? Ja, das ist irgendwie immer buggy, wenn man bei denen irgendwie, ne? Ja. Gut. So. So, jetzt kommt noch der Kollege. Der kam. Der war da, der war sehr schnell wieder weg. So, pass auf, dann nehme ich nochmal den kurz weg und dann mache ich nochmal schnell speichern. Ja, die sind nämlich wieder weggeflogen, ne? Das war jetzt gerade ein bisschen buggy.
So. Komm, mach auf. Was zur Hölle war das? Oh nein, das ist übel. Ich bin bereit, mich mit tödlicher Gewalt zu verteidigen. Oh, das ist so ein Hund. Ich bin gleich tot. Nein, ich bin gestorben. Scheiße, ich wollte mich noch heilen. Oh, jetzt sind wir noch gestorben. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Mann. Aber schnell gespeichert, ne? Ja. Pass auf. Da ja da Valerie ist, machen wir erstmal die hier. Hallo, hoch hier. Alle Systeme offline. Oh oh. Jetzt aber nicht abhauen, ne? Ich muss da kurz noch mal rein. Scheiße, jetzt muss ich wieder nachladen. Ihr könnt's jetzt besser brauchen. So. So, einmal speichern, einmal heilen. Wie witzig, dass sie sich alle da unten versammeln. Wir haben uns hier versammelt. Bei dieser Hunderoboter, ne? Ich hasse die. Ich habe keine Munition mehr. Nein. Die sind genauso nervig wie bei No Man's Sky, ne? Genauso nervig sind die. So, ciao. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank, alter Falter. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, Lillian, die hat doch bestimmt hier eine Special-Special-Waffe. Nein, Nachricht für Valerie. Lass mal lesen. Nachricht für Valerie. Eine Nachricht für Valerie. Diese alte Melanie. Wo ist sie denn? Da. Ich habe die Schnauze voll davon, dass Lillian Hart uns im Nacken sitzt, als ob... sitzt, also wird es Zeit, sie ein für alle Mal zu erledigen. Lock sie mit ein paar Brotkrumen in das verlassene Versorgungsdepot auf Andromedas 3. Nenn es ein Waffenlager oder was auch immer du willst. Sie wird nicht widerstehen können. Sobald sie den Alarm auslöst, geht deine Crew auf sie los und macht sie alle. Dann haben wir einen Ranger weniger, um den wir uns Sorgen machen müssen. Und Valerie, vermassel das nicht, sonst findest du dich auf der falschen Seite einer Luftschleuse wieder. Ja, die findest du hier nirgendwo mal wieder, ne? Gut, können wir jetzt... Ich speichere vorher nochmal, ne? Bevor gleich wieder das Battle losgeht. Und wir dann müssen das Syndikat ausschalten, bevor die Sache außer Kontrolle gerät. Ja. Sam hat mir viel... Ja. Hast du wirklich kein Problem? Nein. Und du bestärkst... Ja. So. Sie ist 12. Ja. Aber... Ja. Sam hat dir sicher alles über mich erzählt. Ja. So. Es ist kompliziert. So. Zack. Dann hat mich der Schlingel... Ja. Aber du hättest mal die Blicke meiner Kollegen sehen sollen, als ich Alexandre Dumas gelesen habe. Wie bist du in Victor Compound hingeblieben? Mein Informant sollte mir einen Flug organisieren. Aber ich habe den Kontakt zu ihm verloren. Das Syndikat hat ihn erwischt und wäre bald auch mir auf die Schliche gekommen. Du hast was gut bei mir. Jo, Sam hat mir erzählt, wie er den Rangern beigetreten ist. Warum hast du ihm damals geholfen? Ach ja? Das ist schon eine halbe Ewigkeit her. Naja, wir sind auf die Piraten gestoßen, die ihn angegriffen hatten. Und wie er geflogen ist. Furchtlos, mutig, unberechenbar. Es wäre verschwendetes Talent gewesen, wenn er Schmuggelware geladen gehabt hätte. Zum Glück ist seine Fracht im Kampf irgendwie über Bord gegangen. Klar. So, ciao. Lass uns ein andermal reden. Hä? Und... Das war's. Ah. Du wärst ein sehr guter Ranger. Sam hat gesagt, dass du unglaublich bist. Jetzt verstehe ich auch, warum. War ein Vergnügen mit... Ja. Hm. Unglaublich? Das muss ich mir merken. Ja, unglaublich wir kacke. Wir müssen reden. Richtig reden, Lillian. Vielleicht unter vier Augen? Nein, ich brauche vielleicht emotionalen Beistand, okay? Du musst das Ganze dringend hinter dich bringen, ein für alle Mal. Ich will nicht stören oder das Ganze unangenehm machen. Ich bin für dich da, Sam. Danke. Wenn du dich vor Publikum streiten willst,
dann von mir aus. Ich weiß, du willst nicht, dass Cora bei mir lebt. Und warum wohl? Wenn du so weitermachst, wird sie verletzt, getötet oder Schlimmeres. Aber es ist bei ihr aber besser, sie war oder was? Immer sicher bei mir. Ich habe sie ihr ganzes Leben lang beschützt. Und sie ist kein kleines Kind mehr. Sie hilft mir auch zu überleben. Hey, sag auch mal was. Und ist ja nicht so, als wäre dein Leben ungefährlicher, Lillian. Das stimmt. Das machst du gut. Sprich einfach weiter aus, was dir auf dem Herzen liegt. Manchmal ist es furchtbar gefährlich. Sam tut alles, was in seiner Macht steht, um Cora zu beschützen. Ich sorge dafür, dass beide Cores am Leben bleiben. Versprochen. Ja. Siehst du? Fühlst du dich jetzt nicht besser? Ja. Die Sache gefällt mir nicht. Wird sie vermutlich nie. Aber ich finde mich damit ab. In Ordnung? Hör mal, das hier... Das alles muss aufhören. Ich will dabei jedes Mal gegen die Wand schlagen. Ich will nicht wütend auf dich sein. Glaub mir. Lillian, ich weiß nicht, ob wir uns je geliebt haben. Aber wir haben uns gemocht. Wir müssen wieder ziviler miteinander umgehen. Für Cora. Warum streitet ihr euch? Ist eigentlich so, warum streitet ihr euch? Ich fühle mich immer von dir kritisiert, Lillian. Ich bin nie gut genug, weder als Vater noch als Partner. Und dazu das Chaos der Vergangenheit. Das denke ich aber nicht, Sam. Ich teile manchmal unter der Gürtellinie aus, aber wie du dein Leben umgekrempelt hast, ist beeindruckend. Wirklich. Was ihr da macht, tut eurem Kind einfach nicht gut. Ihr müsst damit aufhören. Solange ihr miteinander redet, könnt ihr die Sachen regeln. Kommunikation ist alle. Es ist hart, aber du hast recht. Ja, stimmt. Ist das nicht gut, Lillian? Ja, das... Du hast recht. Wenn ich wirklich ehrlich sein soll, Sam, Cora und du, ihr beide wart immer zusammen. Damals, als wir noch ein Team waren, ist dir Cora überall hin nachgelaufen, wie ein Hündchen. Ich habe mich damals schon ausgeschlossen gefühlt. Lillian, ich... Nein, nein, Sam. Ich muss das loswerden. Aber es ist nicht fair, das an dir auszulassen. Tut mir leid. Okay? Ist ja gut, dass dir das so, nach ein paar Jahren einfällt. Das tut bestimmt weh. Tut mir leid. Ziemlich verkorkst, Lillian. Ich weiß, dass ich die Sache vermasselt habe. Es ist auch meine Schuld. Friede? Friede. Aber eine Sache brauche ich, Sam. Ich muss Cora öfter sehen. Die Nachrichten reichen mir nicht. Sie tun mir weh. Und sie vermisst dich. Aber die letzten drei Male, die wir was geplant hatten, da hast du uns zweimal versetzt. Das zerstört Cora jedes Mal. Und ich bin derjenige, der es wieder in Ordnung bringen muss. Ja. Versucht es mit kleinen Schritten, dann schafft ihr es vielleicht. Ich glaube, Lillian kann Cora gerade nicht priorisieren. Lillian ist ein wichtiger Teil von Cora's Leben. Sie muss sie sehen, selbst wenn es weh tut. Ja, glaube ich nämlich auch. Hier, Lillian kann Cora gerade nicht priorisieren. Ganz egal, wie du gerade mit Cora umgehst. Ich komme dir nicht in die Quere. Aber Lillian... Wärst du auch da, wenn du einen Notfall im Job hättest? Es geht oft um Leben und Tod. Du hast recht. Vielleicht, wenn sie älter ist? Und Lillian, du weißt, dass ich dich gern habe. Aber wir zwei... Ich weiß. Wir beide hatten nie eine Chance. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber du solltest wieder anfangen zu daten. Es muss doch jemanden... Nein, Quatsch. Massenhaft Leute geben, die auf das Komplettpaket stehen. Lillian, Badass Rangerin. Ich kenne da jemanden in Neon. Hör bloß auf. Ich sag ja nur, dass es Leute gibt, die dir guttun würden. Das Leben dreht sich nicht nur um den Job. Ich denke drüber nach. Ich glaube, ein gewisser Jalen könnte bald flachgewillet werden. Oh Gott, du bist ja furchtbar. Oh, das war unbezahlbar. Jetzt bin ich dran. Sam, du bist ein guter Dad. Ich sage es nicht oft genug, aber es ist so. Aber es gibt mehr im Leben, als Coras Dad zu sein.
Also gilt das Gleiche für dich. Finde jemanden. Hast du vielleicht schon? Du hast wohl Spaß dran, den Spieß umzudrehen? Fair Play und so? Wir sehen uns, Sam. Ich finde, dass wir ein verdammt gutes Team sind. Das stimmt. Siehst du, warum ich sie mag? Wir haben zwar nie zusammengepasst, aber Lillian ist ein guter Mensch. Du hast nicht übertrieben. Ihr Leben dreht sich wirklich nur um ihren Job. Sie ist die Beste. Sie ist mit Vollgas Freestyle Rangerin, durch und durch. Ich muss über vieles nachdenken, aber zum ersten Mal seit Ewigkeiten fühle ich mich gut. Du, ich habe einen Lieblingsplatz in Aquila City. Auf einem Balkon in der Nähe einer alten Statue von Solomon Coe. Dem würde ich dir gerne zeigen und mal ausführlich reden und mich irgendwie für alles revanchieren. Klar. Sprich mit Sam Coe nahe der... Okay, dann machen wir das mal. Dann machen wir mal hier die Sam Coe Quest-Reihe. Aber das machen wir in der nächsten Folge, ne? So. Wir haben jetzt, wie wir rennen. Lillian Hart haben wir jetzt gefunden, haben ihr geholfen. Valerie ist zerstört. Ein bisschen weniger Syndikat ist in diesem Leben. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Sam Coe Questreihe weiter und schauen mal, was noch so passiert. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen, ob wir wieder... Ich will unbedingt die Upside Strikers, das Casting. Das würde ich gerne mal machen in Neon. Das machen wir danach. Das machen wir auf jeden Fall danach. Und danach können wir mal gucken, ne? Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Randy Wagner.